Bangor, Nordirland. In der Karte des Malers Andy Reef. 10. März 1984, 21 Uhr 32. So, Johnny, schließ die Augen. Steh auf. Warte, ich helf dir. Vorsicht, du reißt ja die ganze Staffelei um. Nicht blinzeln. Hier lang. So. Mein Junge, nun öffne die Augen. Wow, Mr. Reef. Sie sind ein Meister, das bin ich. Gefällt es dir? Und wie? Als ob Sie mich fotografiert hätten. Wirklich toll. Nur, das andere auf dem Bild, ich meine, bleibt das so weiß? Der Hintergrund? Ja, das wäre prima, wenn da ein bisschen mehr zu sehen wäre, Mr. Reef. Du meinst mehr als weiße Farbe? Nein, Meer, Wellen, Wasser, die Mole, Fischer, der Hafen. Johnny, das ist ein postkartengroßes Porträt und kein ausladendes Monumentalgemälde. Aber keine Angst, ich mal dir noch einen schönen Hintergrund. Prima, Mr. Reef. Aber schaffen Sie es denn bis morgen früh? Das Bild ist doch für Catherine zum Geburtstag. Keine Bange. Ich lege eine Nachtschicht ein und bring dir das Bild morgen früh an die Mole, bevor ihr zum Fischen rausfahrt. Okay, Mr. Reef. Dann bis morgen früh. Mit viel Liebe malte Andy Reef seinem Freund, dem Fischerjungen Johnny, einen stimmungsvollen Hintergrund auf das Porträt. Etwa 2 Stunden hatte der 43-jährige Maler in seinem gemütlich eingerichteten Atelier im ersten Stock seiner alten Fischerkarte gearbeitet, als ein sonderbares Geräusch aus der Diele Andy Reef schlagartig aus seiner Konzentration riss. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Andy Reef verließ sein Atelier und rannte in die Diele. Wie sind Sie hier reingekommen? Na, durch die Tür. Aber die Tür war verriegelt. Richtig. Bis ich sie aufgeschlossen habe. Aber außer mir besitzt keiner einen Schlüssel für die Karte. Und was ist das? Der Haustürschlüssel. Wie Pfeile schossen Andy Reef die Gedanken durch den Kopf. Er hatte diesen sonderbaren Eindringling schon irgendwo gesehen. Er kannte diesen etwa 35-jährigen Mann, der ihm hier in der Diele gegenüberstand. Auch seine Kleidung, die grüne Filzjacke und die Fischermütze mit der ausgefransten Möwenfeder, kamen ihm irgendwie vertraut vor. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Das sollte ich wohl über Sie fragen. Wie bitte? Stellen Sie sich nicht blöder an, als Sie sind, und verlassen Sie mein Haus. Ihr Haus? Sie haben sich wohl in der Tür geirrt. Ich werde doch wohl noch mein Haus erkennen. Also verschwinden Sie, ehe ich Sie wegen Hausfriedensbruch anzeige. Das ist ja der Gipfel. Erst dringen Sie in mein Haus ein und dann wollen Sie mich auch noch rausschmeißen. Das will ich in der Tat. Denn es ist mein Haus. Und bevor Sie gehen, stellen Sie bitte die Eichentruhe wieder dahin, wo sie immer gestanden hat. Nämlich unter der Treppe. Was? Die Truhe steht schon seit meiner Kindheit neben der Tür. Heute Morgen, als ich das Haus verlassen habe, stand sie unter der Treppe. Was reden Sie da? Und mein Porträt. Warum hängt es jetzt in der Diele? Es gehört in die Stube. Andy Reef gefror das Blut in den Adern. Er blickte auf das dunkle Ölgemälde über der Truhe. Als würde ein Stromstoß sein Hirn durchzucken, schoss ihm die Erkenntnis ins Bewusstsein. Schlagartig wusste er, woher er das Gesicht des Mannes ihm gegenüber kannte. Der Fischer auf dem Gemälde trug eine grüne Fischermütze mit einer ausgefransten weißen Möwenfeder. Die Gesichtszüge auf dem Porträt glichen denen des sonderbaren Eindringlings bis ins Detail. Aber Andy Reef wollte diese Erkenntnis nicht wahrhaben. Denn der Mann auf dem Bild war sein Urgroßonkel Swan Reef. Und das Gemälde stammte aus dem Jahre 1852. Wer sind Sie? Swan Reef. Das kann nicht sein. So? Sie müssen tot sein. Muss ich das? Ja. Meine Großmutter hat mir oft von Swan Reef erzählt. Er war der tapferste Fischer von ganz Bangor. Deshalb konnte es auch keiner begreifen, dass ausgerechnet er eines Tages bei relativ ruhiger See auf dem Meer blieb. Man hat ihn und sein Boot nie wiedergefunden. Also,
Dieses Schauermärchen können Sie Ihrer Großmutter erzählen. Na, von der habe ich die Geschichte doch. Wer ist denn Ihre Großmutter? Sie hieß Martha Reeve. Martha? Meine kleine Nichte Martha soll Ihre Großmutter sein? Ihre kleine Nichte? Sie ist seit über 40 Jahren tot, gestorben 1943. Sie sind ja total verrückt. 1943, das ist in 82 Jahren. So? Und in welchem Jahr befinden wir uns jetzt? Das kann ich Ihnen genau sagen. Heute ist der 10.3.1861. Der Mann, der aus der Vergangenheit kommt. In Andy Reeves Kopf spulten die Ereignisse der vergangenen 120 Jahre ab, von denen sein Urgroßonkel keine Ahnung haben konnte. Dem Maler fielen all die technischen Errungenschaften ein, von denen Swan Reeve nichts wissen konnte. Autos, Flugzeuge, Fotoapparate, ja nicht einmal das Licht einer Glühbirne durfte erkennen. Andy entschloss sich, seinem Gegenüber mit aller Vorsicht den Zeitsprung zu erklären. Hey, warum löschen Sie diese sonderbare grelle Lampe aus? Diese Petroleumlampe dürfte noch aus Ihrer Zeit stammen. Natürlich stammt sie aus meiner Zeit, denn es ist meine und sie hat ihren Platz auf meinem Nachttisch. Ja, ja. Halten Sie mal den Glaszylinder. Was ist das für ein sonderbarer Metallklumpen, den Sie da in Ihrer Hand halten? Das ist ein Feuerzeug. Was für ein Zeug? Da kommt Feuer raus aus diesem Feuerzeug. Dummes Zeug. Nein, Feuerzeug. Passen Sie auf. Nein, kein Feuer. Ist Ihnen nicht gut? Sagen Sie doch was. Sie schwitzen ja wie eine ausgequetschte Apfelsine. Ein Fieberanfall, aber so plötzlich? Swan! So sagen Sie doch was! Andy Reeve setzte den aus allen Poren schwitzenden Mann auf einen Stuhl und rannte ins Badezimmer. Als er mit den kreislaufstärkenden Mitteln, die er eilig aus seiner Hausapotheke genommen hatte, wieder in die Diele zurückkam und auf den Stuhl blickte, sträubten sich ihm vor Entsetzen die Nackenhaare. Von dem Körper Swan Reeves fehlte jede Spur. Die triefend nasse Filzjacke, die zerknautscht auf dem vollkommen durchtränkten Polster des Stuhles lag, und der grüne Fischerhut mit der weißen Möwenfeder, der in einer riesigen Wasserlache auf dem Steinfußboden der Diele schwamm, waren stumme Zeugen des unvorstellbaren, grauenhaften Geschehens. Wie ein Pfeil bohrte sich Andy die furchtbare Erkenntnis ins Bewusstsein. Swan Reeve, der sonderbare Besucher aus der Welt von gestern, war im wahrsten Sinne des Wortes zerflossen. Jetzt erst entdeckte Andy Reeve das Stück Papier, das aus der Brusttasche der Filzjacke ragte. Vorsichtig entfaltete er das feuchte Pergament. Wenn du Antwort haben willst auf deine Fragen, Andy, komm in den Wald des Lords von Gloftony. Ich erwarte dich an der Mauer des alten Kastells, Sylphida. Im Fischereihafen von Bangor, Nordirland. 11. März 1984, 5.11 Uhr. Stimmt, Catherine. Er hat mir versprochen zu kommen. Wer, Johnny? Das kann ich dir noch nicht sagen, Catherine. Denn wenn ich es dir sage, ist die Überraschung keine Überraschung mehr. Das muss ein Jahrhundertgeburtstagsgeschenk sein, Johnny. Klar, zum 18. Geburtstag. Naja, wie ich ihn kenne, hat er verschlafen. Andy verschläft nicht. Verplappert. Andy Reeve heißt der große Unbekannte. Oh. Heißt das ein Bild? Du willst mein Bild schenken? Ja, sogar ein Gemälde. Oh, Johnny, das ist das tollste Geburtstagsgeschenk überhaupt. Johnny, jetzt haben wir aber lange genug gewartet. Wenn du jetzt nicht kommst, musst du deine Fische aus der Tiefkühltruhe holen. Lass uns noch einen Moment warten. Mein Freund Andy lässt mich nicht im Stich. Komm, Junge, wir müssen raus. Okay. Catherine, geh zu der Karte von Andy. Ich werde das dumme Gefühl nicht los, dass da was nicht in Ordnung ist. Okay, Liebling. Dann bis heute Abend. Mit einem sorgenvollen Gesichtsausdruck bestieg Johnny eines der 12 bunten Fischerboote, auf dessen Planken mit verschnörkelter Schrift der Name Simon stand und in dem seine beiden Kollegen schon ungeduldig auf ihn gewartet hatten.
Na, Johnny, denkst du immer noch an deinen Künstlerfreund? Na, hilf mir lieber mal beim Sortieren der Netze. Also, Jungs, ich muss euch ja noch erzählen, wie ich neulich allein im Boot sitze. Hä? Ich denke, es wird ein gemütlicher Abend und tucker so ganz gemütlich raus. In der linken Hand habe ich die Pinne, in der rechten den Teleskopausleger. Und dann passiert es. Die Rute biegt sich, ich denke, mir reißt es den Arm weg. Moment mal. Hey, was machen denn die anderen da vorne? Also wollt ihr die Geschichte noch hören oder nicht? Ja, gleich, Declan. Oh, die sind ja verrückt. Kannst du dir das erklären, Johnny? Die treiben ab. Nach Nordost? Also ich denke, es reißt mir den Arm weg. Wenn die so weitermachen, kommen die in die Strömung von Turn Ale und High Brazil. Die unsichtbaren Geisterinseln der Sulfiden. Fangt ihr schon wieder an mit diesen Schauergeschichten? Meine Geschichte, die ihr ja nicht hören wollt, die ist erlebtes Leben. Ja, ja. Wenn Turn Ale und High Brazil auftauchen, kannst du dein Seemannsgarn bis ans Ende aller Tage weiterstricken. Seemannsgarn? Hier, diese Narbe unterhalb des Daumens ist der Beweis, dass das alles wirklich passiert ist. Hey, haltet Kurs! Ihr treibt in die Strömung! Johnny, hörst du auch die Musik? Könnten die magischen Klänge der Sulfiden sein. Mein Gott, reiß das Ruder rum. Wir treiben in die Strömung. Ja, die Musik. Wir müssen ihr folgen. Du kannst von mir aus deine Erlebnisberichte stundenlang weitererzählen. Nur dreh ab! Lass ihn, Johnny. Die Musik, sie ist doch wunderschön. Wer die Musik hört, wird Turn Ale und High Brazil sehen, Johnny. Habt ihr denn den letzten Funken Verstand verloren? Wer die Musik hört und die unsichtbaren Geisterinseln sieht, wird auf ihnen gefangen sein bis in alle Ewigkeiten. Was kann es denn Schöneres geben, als auf den Inseln zu leben? Was ist los mit euch? Sei still, Johnny. Und hör die Musik. Nein, ich will die Musik nicht hören. Die Musik ist schön. Aber ich höre die Musik und sehe eine andere Welt vor meinen Augen. Dann siehst du es auch? Ja. Land. Ich sehe Land. Turn Ale und High Brazil sind vor uns aufgetaucht. Seht doch, die anderen sind schon da. Los, nichts wie hin. Turn Ale und High Brazil, die sagenumwobenen Inseln der irischen See. War es Einbildung? Halluzination? Oder gab es an dieser Stelle und in diesem Moment wirklich Land? War die euphorische Begeisterung, die sämtliche 32 Fischer ergriffen hatte und die sie zu einem dramatischen Kurswechsel veranlasst hatte, das Produkt geheimnisvoller, übernatürlicher Kräfte? In der Ahnengalerie im Kastell des Lords of Gloftony, 11. März 1984, 22.36 Uhr. Meine Brille. Margaret, wo ist meine Brille? Darling, mit oder ohne Brille? Du siehst Gespenster. Ich sehe, was ich sehe. Ein blaues, kugelförmiges Wesen mit 7 Armen und 3 Froschaugen auf einem grünen Hintergrund. Aber Edward, Liebling, auf diesem Gemälde ist dein Urgroßvater Sir Henry Lord of Gloftony zu sehen. Und er hat 2 Augen, 2 Arme und eine vorstehende Unterlippe wie du. Aber dieses Bild... Vor 2 Tagen war hier noch Tante Elisabeth zu sehen. Ich sehe sie immer noch. Nein, eine pelzige Gestalt... Mit einer ekelhaft langen Nase. Aber beruhige dich doch. Man sieht nur die Stupsnase von Tante Elisabeth. Bin ich denn verrückt geworden? Sehe ich hier auf den Bildern Phantome? Dein Urgroßneffe Charles guckt dich ganz mitleidsvoll an. Da guckt nicht Charles. Da stiert ein raupenartiges, gepanzertes Reptil aus dem Bild. Aber ich ahne es. Du willst mich verwirren. Du willst mich zermürben und gefügig machen. Aber es wird dir nicht gelingen. Belinda wird zu mir halten. Meine Tochter wird mir beistehen. Unsere Tochter. Gut, ich hole sie und dann werden wir ja sehen, ob sie mit meinen Augen sieht oder mit deinen. Ja,
Loch das Dorf, Danny. Was? Oh Gott, das ist ja grausam. Aber die See war doch relativ ruhig. Aber natürlich werde ich die Weide für die Rettungsaktion zur Verfügung stellen. Auf Wiederhören. Hallo, Dad. Belinda, mein Kind. Sieh dich um. Hat sich hier in der Galerie seit gestern irgendetwas verändert? Ja, natürlich, Dad. Beschreib es mir. Na, das Bild von Onkel Henry. Ja. Was ist damit? Der Vorhang, der sonst das Bild vor Licht schützt, ist zurückgezogen. Und? Was siehst du auf dem Bild von Onkel Henry? Ach, dumme Frage. Onkel Henry natürlich. Oh, oh Gott. Was ist, Dad? Dir steht ja der Schweiß auf der Stirn. Nichts, Belinda. Schon gut. Wer war eigentlich eben am Telefon? Der Katastrophenschutz. Sie haben gefragt, ob Ihre Hubschrauber auf unserer Weide landen dürfen. Machen Sie mal wieder eine Übung? Nein, Belinda. Diesmal ist es ernst. Sämtliche Fischer von Bangor sind heute Morgen um kurz nach fünf auf See gefahren. Ja und? Bisher ist keiner von ihnen wieder zurückgekommen. Belinda, was grinst du? 35 Fischer sind auf See verschollen. Das ist doch kein Grund zur Heiterkeit. Ich habe nur gerade nachgedacht, ob du eigentlich weißt, wer für das Verschwinden der Fischer verantwortlich ist. Nein. Wer? Du. Ich? Es ist doch absurd. Nein, Dad. Denk an die Aufgabe, die du zu erfüllen hast. Und nun zieh den Vorhang wieder vor Onkel Henrys Porträt. Sonst wird sein Konterfei noch genauso blass, wie dein Gesicht jetzt schon ist. Ja. Bangor, Nordirland. In einem mobilen Radar- und Funkwagen der Royal Air Force. 12. März 1984, 18.15 Uhr. Commander Brelian, Suchstaffel 3. Commander Brelian, Suchstaffel 3. Bitte melden. Hier Sikorsky, Seeking Helikopter 330 Delta. Bitte geben Sie Ihre genaue momentane Position an. Wir befinden uns über Planquadrat B6. Dann überfliegen Sie bitte umgehend Planquadrat B7. Davon würde ich dringend abraten, Commander Brelian. Denken Sie an die beiden spurlos verschwundenen Hubschrauber-Suchstaffeln von heute Vormittag. Das Ereignis, das sich gerade ein drittes Mal zu wiederholen drohte, war gespenstisch gewesen. Kurz nachdem die beiden aus je fünf Hubschraubern bestehenden Suchstaffeln, die den Auftrag hatten, das Seegebiet vor Bangor nach den immer noch verschollenen Fischerbooten abzusuchen, Planquadrat B7 erreicht hatten, war schlagartig der Funkkontakt zu der Einsatzzentrale abgebrochen. Deutlich hatte Commander Jack Brealey sehen können, wie auf dem Radarschirm in dem Radarwagen, der auf der Weide des Lochs stand, ein Punkt nach dem anderen verschwunden war. Seither fehlte von den 10 Helikoptern jede Spur. Ich befehle Ihnen, überfliegen Sie Planquadrat B7. Das ist, entschuldigen Sie, ein ziemlich dämlicher Befehl. Was? Unser Auftrag lautet, uns an einer Suchaktion zu beteiligen und nicht an einem Himmelfahrtskommando. Was heißt hier Himmelfahrtskommando? Solange nicht geklärt ist, was mit den anderen Hubschraubern geschehen ist, als sie in Planquadrat B7 eingedrungen sind, sollten wir diesen neuralgischen Punkt weiträumig umfliegen. Hubschrauber sind teuer. Ich befehle Ihnen ein letztes Mal, überfliegen Sie B7. Nein, Sir. Ich überfliege B8 und will in wenigen Minuten auf der Weide des Lords landen. Das ist Befehlsverweigerung. Eine Bruskierung Ihrer Majestät, der Queen. Ihre Queen interessiert mich nicht. Unsere Queen. Ihre Queen. Ich bin Amerikaner. Befehlsverweigerung, Majestätsbeleidigung und Fahnenflucht. Das Maß ist voll. Das ist ein Fall fürs Militärgericht. Ihr Name? Larry Brandt. Mysteriöse Mordfälle, scheinbar unlösbare Rätsel. Klärt PSA-Agent Larry Brandt, Spezialagent alias X-Ray 3, Larry Brandt. David Gallen. Niemand kennt seinen Namen. Niemand weiß, wer er wirklich ist. Und doch ist er der Kopf einer der schlagkräftigsten Organisationen zur Verbrechensbekämpfung in den Vereinigten Staaten von Amerika. Der PSA, der psychoanalytischen Spezialabteilung. Überall in der Welt, wo unaufgeklärte Kriminalfälle die örtlichen Polizeidienste vor scheinbar unlösbare Rätsel stellen, ist der Einsatzort der PSA David Gallens. Rund um die Uhr auf allen fünf Kontinenten arbeiten die Agenten der PSA in geheimer Mission. Und der beste dieser Agenten, David Gallens Geheimwaffe Nummer 1, ist Super-Sonderagent X-Ray 3,
alias Larry Brent. Mysteriöse Mordfälle, scheinbar unlösbare Rätsel. Klärt PSA-Agent Larry Brent, Spezialagent alias... Über geheime Informanten war die PSA-Zentrale, die sich unter dem bekannten New Yorker Speiselokal Tavern on the Green befand, von dem mysteriösen Verschwinden der Fischer von Bangor unterrichtet worden. Nachdem die beiden PSA-eigenen Computer das Seegebiet vor Bangor als besonders gefährlich eingestuft hatten, weil dort in den vergangenen Jahren immer wieder einzelne Fischerboote auf bisher ungeklärte Weise verschwunden waren, hatte David Gullen keinen Moment gezögert, seinen besten Agenten nach Nordirland zu beordern. Von New York kommend, war Larry Brent am frühen Abend mit einer Linienmaschine der Pan Am in London gelandet. Was lag da näher, als ihn mit einem Helikopter der dritten Suchstaffel vor Ort zu bringen? Und da für einen PSA-Agenten ein internationaler Flugschein genauso selbstverständlich ist wie für einen Taxifahrer der Führerschein, hatte X-Ray 3 kurzerhand den Steuerknüppel selbst in die Hand genommen. Während Commander Brealey doch tatsächlich gleich den Buckingham Palace telegrafisch von der Befehlsverweigerung informierte, setzte Larry die Delta 330 sanft auf der Weide des Lochs auf. Darf ich um ein kleines Interview bitten? Die Leser des Daily Telegraph würden gern wissen, was sie gefühlt haben, als sie... Mona! Was machst du denn hier in Nordirland? Nun, ich habe gerade einem Fall in Paris zu seiner endgültigen Klärung verholfen. War also, wie man so schön sagt, zufallsfrei. Und da hat mich unser Chef kurzerhand hierher beordert, um dir moralische und tatkräftige Unterstützung zukommen zu lassen. Mit Stenoblock und Kamera. Meine Tarnexistenz als rasende Reporterin erweist sich als äußerst nützlich. Der Presse vertrauen die Leute mehr an als der Polizei. Und was hast du rausbekommen, Mona? Nun, dass die Bewohner von Bangor ziemlich abergläubisch zu sein scheinen. Für das Verschwinden der Fische haben sie eine einfache Erklärung. Sie glauben, dass hier vor der Küste von Bangor das versunkene Inselreich der Sylphiden liegt. Sylphiden? Der Sage nach sind die Sylphiden Wassergeister, deren Inselreich in unregelmäßigen Abständen und unter den Klängen einer wunderschönen, sphärenhaften Musik auftauchen soll. Das ist interessant, Mona. Die Piloten der Hubschrauberbesatzungen haben, bevor der Funkkontakt abbrach, von einer eigenartigen Musik gesprochen, die sie gehört hätten. Dann scheint ja an den Berichten der Bewohner was dran zu sein. Hast du aus der Luft wirklich keine Spuren der Hubschrauber und der Boote gesehen, Larry? Nichts. Kein einsam auf den Wogen der See schwimmendes Ruder, keine Planke, keinen Hubschrauberrotor. Ja, noch nicht einmal einen Ölfleck auf dem Wasser konnte ich von oben entdecken. Larry, sieh doch mal die Menschenmenge da vorne am Strand. Rührend. Die einsamen Frauen der Fischer warten auf die Rückkehr ihrer Männer. Aber es sind auch Männer dabei. Aber warum stehen sie bis zu den Knöcheln im Wasser? Diese Frage wird ja wohl leicht zu klären sein. Los, Mona, nichts wie hin. Sofort bemerkten die beiden PSA-Agenten das sonderbare, zufrieden wirkende Lächeln auf den Gesichtern der versonnen in die Weite des Meeres starrenden Menschen. Glauben Sie uns, für die Suche der Fischer wird alles Menschenmögliche getan. Gehen Sie nach Hause. Wir haben einen Auftrag. Was für einen Auftrag? Wir stehen und warten. Aber das nützt doch keinem etwas. Gehen Sie nach Hause. Wenn Sie weiter so im Wasser stehen, werden Sie sich eine Erkältung holen. Wir haben einen Auftrag. Wir stehen und warten. Aber worauf? Auf nichts. Wir stehen und warten. Sonderbar. Sieh doch, Larry, da kommt eines der Fischerboote. Tatsächlich. Es kommt einer zurück. Hey, freut euch doch. Nein, wir stehen und warten. Wir sind ja vollkommen durchgedreht. Sie scheinen die Rückkehr des Bootes gar nicht zu registrieren. Nachdem das kleine Fischerboot, auf dessen Planken in verschnörkelter Schrift der Name Simon stand, unmittelbar vor der apathischen Menschenansammlung gestrandet war, ging der breitschulterige Fischer an Land. Wortlos schritt er in seinen kniehohen Gummistiefeln an der Menschengruppe am Strand vorbei. Sein Blick verharrte starr auf einem zappelnden, sprottengroßen Fischchen, das er in seiner ausgestreckten, vernarbten Hand vor sich hertrug. Hey, Mister! Wo sind die anderen? Was ist da draußen auf See geschehen? Was soll geschehen sein? Sind Sie denn nicht gestern Morgen mit den anderen Fischern rausgefahren? Das bin ich. Aber es war nicht gestern Morgen, sondern heute Morgen. Halt! Warten Sie doch! Wo gehen Sie denn hin mit diesem komischen Fisch? Auftrag. Mit großen Schritten ging der Fischer zielstrebig in die Richtung, in der schwarz und dunkel das Waldgebiet um das Kastell der Lochs von Gloftany lag.
Los, Morna, komm hinterher, Morna! Erst jetzt merkte Larry, dass auch seine PSA-Kollegin knöcheltief im Wasser stand. Morna, was machst du da? Ich habe einen Auftrag. Ich auch. Wir haben denselben Auftrag. Nein, ich stehe und warte. Morna, was ist los? Was hast du? Ich stehe und warte. Los, komm doch mit. Lass mich los, Larry. Ich muss hier warten. Worauf? Auf den Auftrag. Es war einer der schwersten Entschlüsse im Leben von X-Ray 3. Sollte er bei seiner offensichtlich in einem magischen Bann stehenden Kollegin Morna bleiben? Oder sollte er dem zurückgekehrten Fischer folgen, der als einziger Augenzeuge vielleicht Licht in das Dunkel bringen konnte? Nach einigen Sekunden des tatenlosen Verharrens siegte der Detektivinstinkt in ihm. So schnell er konnte, sprintete Larry hinter dem Fischer her, der schon fast in dem Wald um das Kastell derer von Gloftony verschwunden war. Bangor, Nordirland. In der Eingangshalle des Kastells derer von Gloftony. 12. März 1984, 19.41 Uhr. Herzlichen Glückwunsch, Eure Lordschaft. Wenn Sie Fische anliefern wollen, benutzen Sie doch bitte den Dienstboteneingang. Dieses kleine Fischchen in meiner rechten Hand, Lord Gloftony, ist ein kleines Präsent für Sie zum 50. Geburtstag. Da kommen Sie aber 5 Monate zu spät. Zu spät? Sie sagen es. Aber nicht ich habe mich verspätet, sondern Sie, Eure Lordschaft. So? Ja. Sie hatten eine Schuld zu begleichen. Das markante Gesicht des Lords mit den grauen, buschigen Augenbrauen verzog sich zu einer ernsten Miene. Offensichtlich wusste Sir Shelby, Lord of Gloftony, genau, worauf die Andeutungen seines breitschultrigen Gesprächspartners anspielten. Larry, der diesen Dialog von außen, unterhalb des geöffneten Fensters der Eingangshalle belauschte, hätte allzu gern auch gewusst, was es mit diesem seltsamen, verspäteten Geburtstagsgeschenk auf sich gehabt hatte. Aber der PSA-Agent hütete sich, in diesem Moment durch irgendwelche Zwischenfragen sein Inkognito aufzugeben. Sie kommen von See? Ja. Was ist mit den anderen Fischern? Die genießen ihr Leben auf den Isle und Hebrisil. Den Inseln der Sylphiden? Oh, sie sind ja gebildet, Lord. Das ist ein munteres Treiben dort auf den Inseln, das kann ich Ihnen sagen. Denn inzwischen haben sich auch die Besatzungen zweier Hubschrauber-Rettungsstaffeln dort eingefunden. Schade, dass ich Ihnen diesen Spaß nicht zeigen kann. Aber wer nicht selbst auf den Sylphiden sich befindet, sieht die Insel und alles, was darauf kreucht und fleucht, überhaupt nicht. So ungefähr nach dem Motto, dabei sein ist alles. Nur gucken gilt nicht. Na gut, bestellen Sie den Insulanern schöne Grüße und belästigen Sie mich nicht weiter. Moment, Lord. Das Inselleben hat einen kleinen Haken. Um Ihnen diesen Haken plastisch vor Augen zu führen, habe ich Ihnen dieses kleine Fischchen mitgebracht. Was haben Sie vor? Nur Geduld, Lord. Das werden Sie gleich sehen. Dieses kleine Fischchen stammt aus den Gewässern vor Halbrasil. Es befand sich dort länger als 36 Stunden und 36 Minuten. Das ist wichtig. Das sollten Sie sich merken. Und nun darf ich Sie um Feuer bitten. Ich habe kein Feuer. Was? Meine Frau, sie war krank. Eine merkwürdige, paranoide Erscheinung.
Jedenfalls ist seit Ihrer glücklichen, unerwarteten Genesung jedes Feuer im Hause verboten. Aha, deshalb auch die geschmacklose Kaminimitation hier in der Halle. Und Sie haben nicht mal Streichhölzer? Nein. Hey, daran hat keiner gedacht. Ja, das war's dann wohl. Nicht mal einen Feuerstein? Nein. Natürlich bemerkte Larry Brandt die Verlegenheit des Fischers sofort. Offensichtlich war sein Plan gefährdet. Larry, versessen darauf zu erfahren, was die angekündigte Kokelei bewirken sollte, entschloss sich, helfend, aber im Verborgenen bleibend einzugreifen. Schweren Herzens trennte er sich von seinem Benzinfeuerzeug, indem er es vorsichtig auf das über ihm gelegene Fensterbrett schob. Zu dumm. Auch kein Gasanzünder. Wir kochen elektrisch. Lord! Lord, gucken Sie doch mal auf das Fensterbrett. Na? Doch wohl hin und wieder mal heimlich eine geraucht, was? Wie kommt das Feuerzeug dahin? Egal, hier ist der Fisch, da ist das Feuerzeug. Und nun, gut aufgepasst, Lord. Das Schauspiel, das Larry jetzt durch das Dielenfenster beobachtete, entschädigte ihn für den Verlust seines Feuerzeuges. Unmittelbar nach zündender Flamme zerfloss der Körper des Fischchens. Große, glasige Tropfen fielen zu Boden, bis schließlich der ganze Fisch vollkommen verschwunden war. Mein Gott, was ist das? Ein ganz normaler Vorgang. Passiert auch Menschen. Jenen Menschen nämlich, die länger als 36 Stunden und 36 Minuten auf Hybrasil und Turn Isle sind. Nach dieser Zeitspanne haben sich diese Menschen verwandelt. Sie sind zu Wassergeistern geworden. Das ist eine feine Sache. Sie haben das ewige Leben und altern nicht. Nur eben, wenn sie irgendwann wieder in die hiesige Welt zurückkehren und ans offene Feuer gelangen, wird's, wie soll ich sagen, feucht. Meine Fischerkollegen sind jetzt genau 36 Stunden und 21 Minuten dort. Noch können sie ohne große Folgen für Leib und Leben zurück. Und der einzige Mensch, der ihre Rückkehr ermöglichen kann, sind Sie, Lord. Wie soll ich das denn machen? Ach, das wissen Sie doch ganz genau. Geben Sie den unendlichen Goldschatz der Sylphiden in der magischen Urne frei. Und der Bann wird gebrochen sein. Sie haben noch genau 15 Minuten Zeit dafür. Nein. Ich muss hart bleiben. Heute um 19 Uhr läuft nämlich noch eine andere Frist ab. Wenn bis dahin der Goldschatz nicht zurückgebracht sein wird, wird das Reich der Sylphiden für immer untergehen. Sie werden ein für allemal besiegt sein. Sie werden verstehen, Lord, dass die Wassergeister einiges Interesse daran haben, dass dies nicht geschieht. Ich glaube, dass Sie sich noch einiges ausdenken werden, um Sie, Lord, zum Einlenken zu bewegen. Tja, das werden knallharte 15 Minuten für Sie. Und nun entschuldigen Sie mich bitte. Ach ja, werfen Sie doch bitte noch einen Blick von Ihrem Galeriefenster im ersten Stock auf den Strand. Die Menschen, es müssen inzwischen über 100 sein, werden, getrieben von einem Instinkt, gegen den sie sich nicht wehren können, sich in 15 Minuten, wenn das Reich der Sylphiden untergeht, wie Lemminge ins Meer stürzen und qualvoll ersaufen. Auf Wiedersehen, Eure Lordschaft. Morna Ulbranson. Glasklar hatte Larry Brandt nun das Schicksal seiner geliebten PSA-Kollegin vor Augen. Er musste sie warnen. Vorsichtig zog er aus seiner Jackentasche sein Handfunkgerät und schaltete es auf Mornas Frequenz. Doch bevor er die Call-Taste betätigen konnte, wurde er Zeuge einer weiteren dramatischen Szene im Inneren des Kastells. Belinda, mein Kind, wohin gehst du? Zum Strand, Dad. Oh Gott. Nein, nein, du bleibst hier. Aber ich will doch nur zum Strand ein bisschen frische Luft schnappen. Ich verbiete es dir. Dad, was soll das? Lass mich los. Das habt ihr gut eingefädelt, mir meine Tochter zu nehmen. Ihr bekommt sie nicht. Du kommst mit mir hier. Deutlich konnte Larry von seinem Versteck aus beobachten, wie der Lord seine vollkommen verwirrte Tochter in die Bibliothek des Kastells zerrte und sie dort einschloss.
Ein erneuter Versuch Larrys, mit Morna in Funkkontakt zu kommen, wurde durch ein weiteres Ereignis in der Eingangshalle des Kastells zunächst einmal verhindert. Shelby, Liebling, kommst du mal bitte in mein Zimmer? Ich habe dir eine traurige Mitteilung zu machen. Was denn, Margarita? Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss nachdenken. Ich glaube, Liebling, nach dieser Mitteilung wirst du dir ganz andere Gedanken machen. Also, komm schon. Nachdem der Lord im Zimmer seiner Frau verschwunden war, hatte Larry endlich Gelegenheit, sich auf sein Funksprechgerät zu konzentrieren. X-Ray 3 an Morna. X-Ray 3 an Morna. Bitte melden. Morna, sag doch was. Ich habe einen Auftrag. Morna, um Himmels Willen, verlass den Strand. Es besteht Lebensgefahr. Aber Larry, ich muss hier stehen und warten. Over. Morna, Morna, schalt deinen Kasten an, verdammt nochmal. Larry rannte durch den Schlosspark in Richtung Strand. Auf der Höhe des linken Flügels des Kastells fiel sein Blick sofort auf den hochgewachsenen Mann, der gerade begonnen hatte, unter einer dunklen Uferulme ein Grab auszuheben. Lord, was machen Sie denn da? Ich baue mir einen Swimmingpool. Natürlich. Und die Ulme wird der Sprungturm. Ja, ja. Genau. Also raus mit der Sprache. Was wird hier gespielt? Das weiß ich ja selber nicht. Dann wollen wir mal etwas präziser fragen. Wo ist die Leiche? Welche Leiche? Für die Sie das Grab schaufeln. Die Leiche? Die ist da schon drin. Ich verstehe nicht ganz. Es ist furchtbar. Eben kam meine Frau und sagte, sie habe mir eine traurige Mitteilung zu machen. Ich weiß. Sie sagte, sie sei gar nicht meine Frau. Ich hoffe, Sie haben keine Kinder. Dann wird's nämlich kompliziert. Sie sagte, meine Frau sei vor 2 Monaten gestorben. Das sagt Ihre Frau? Ja. Nein. Ich weiß nicht. Ich weiß nur, die Frau, die so aussieht wie meine Frau, dass die, nachdem sie mir sagte, ich solle hier graben, vor meinen Augen plötzlich und spurlos verschwunden ist. Vielleicht hatte die verschwundene Frau ja recht. Wieso? Na, hören Sie doch mal. Holz. Ein Sarg. Kommen Sie, Lord. Alleine bekomme ich den Sargdeckel nicht hoch. Ja. Ja. So. Mein Gott. Obwohl der Schädel der im Sarg liegenden Leiche schon deutliche Spuren von Verwesung zeigte, konnte Larry das Gesicht doch wiedererkennen. Er hatte es vor wenigen Minuten noch gesehen. Es waren die Gesichtszüge von Margareta, der Frau des Lords. Wie kann das möglich sein? Nein! Gib den Schatz frei, Shelby! Instinktiv blickte Larry in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war. Aus einem der zahlreichen Fenster des Kastells blickte niemand anderes als eben jene Margareta, die doch eindeutig tot vor ihnen lag. Während sich der Lord auf butterweichen Knien in Richtung Kastell schleppte, öffnete sich die Tür des Anwesens. Larry ahnte, dass ein Ende der schauerlichen Ereignisse noch lange nicht abzusehen war. Daddy, wie siehst du denn aus? Dein schönes Glänzcheck-Jackett ist doch für Gartenarbeit zu schade. Belinda, mein Kind, wie hast du die Bibliothek verlassen? Bibliothek? Nie war ich in der Bibliothek. Dort darf ich doch nicht rein. Wegen der alten Schriften und Pergamente. Ach, du weißt doch. Aber ich habe dich doch dort eingeschlossen. Nein, Dad, bestimmt nicht. Gespannt folgte Larry dem Lord, der mit seiner Tochter zur Tür der Bibliothek ging. Siehst du, Dad, die Tür ist verschlossen. Wie sollte ich denn da rausgekommen sein? Was weiß ich? Was weiß ich nur, dass du da jetzt wieder reinkommst.
Das weiß ich. Lord Gloftany, obwohl mir wirklich nicht ganz klar ist, was hier gespielt wird, scheint es mir, dass Sie Angst um Ihre Tochter haben. Ich glaube, es ist angebracht, dass Sie mich mit ihr zusammen einschließen. Mein Name ist Larry Brandt. Als Scotland Yard-Beamter werde ich bestimmt Mittel und Wege finden, weitere Fluchtversuche zu vereiteln. Das würden Sie tun? Natürlich. Großartig. In 10 Minuten haben wir es geschafft. Dann schließe ich wieder auf. Sie Idiot! Mein Vater sollten Sie bewachen. Er ist verrückt. Offen gestanden, Belinda, den Eindruck habe ich auch. Deshalb wollte ich auch mit Ihnen zusammenkommen. Ich habe nämlich einen Plan. In der Eingangshalle des Kastells, 19.48 Uhr. Fest entschlossen, in der Auseinandersetzung mit den Sylphiden nicht nachzugeben, ging der Loch zum Telefon. Er wollte die örtlichen Polizeikräfte auffordern, die Menschenansammlung am Strand notfalls mit Gewalt aufzulösen. Aber in der Polizeidienststelle nahm niemand den Hörer ab. Als der Lord aus dem Fenster auf den Strand schaute, wusste er schlagartig warum. Unter den dort regungslos mittlerweile bis zu den Knien im Wasser stehenden Menschen befanden sich auch sämtliche Polizeibeamte von Bangor. Als er sich vom Fenster abwenden wollte, durchlief ihn ein Schauer des kalten Entsetzens. Deutlich sah er, wie unmittelbar neben ihm die schemenhaften Umrisse eines weiblichen Körpers von Sekunde zu Sekunde mehr Gestalt annahmen, bis schließlich ein elfenhaftes Wesen undefinierbaren Alters mit schlohweißen Haaren und schmalen, blassen Lippen neben ihm stand. Lord Shelby, ich gebe mich geschlagen. Wer sind Sie? Sylphida oder Margareta? Bis in die Zehenspitzen erschrocken, das nackte Entsetzen in den Augen, verfolgte der Lord das Geschehen. Unmittelbar nachdem Sylphida den Namen seiner Frau ausgesprochen hatte, löste sich ihre Gestalt schlagartig auf. Im gleichen Moment entstand dicht hinter dem Lord eine menschliche Figur, die die Gesichtszüge seiner Frau trug. Margareta! Auf Wiedersehen, mein lieber Shelby. Du siehst mich jetzt zum letzten Mal. Nein! Wieder verschwand der menschliche Körper, um im nächsten Moment in Gestalt einer anderen Frau einige Schritte weiter entfernt erneut wieder zu erscheinen. Belinda? Siehst du, du hast deine Tochter zu Unrecht beschuldigt. Für mich war es kein Problem, die verschlossene Tür zu überwinden. Aber du kannst beruhigt sein. Deine echte Tochter befindet sich zurzeit tatsächlich in der Bibliothek. Nachdem Belinda II sich in Sekundenschnelle im wahrsten Sinne des Wortes in Luft aufgelöst hatte, erschien an anderer Stelle des Raumes abermals das elfenhafte, weißhaarige Geisterwesen. Du hast in den letzten 2 Monaten mit mir, Sylphida, zusammengelebt. Margareta ist tatsächlich vor 2 Monaten an ihrer Krankheit gestorben. Ich trat an ihre Stelle. Ich wollte als Margareta versuchen, dich zu bewegen, den unendlichen Goldschatz der Sylphiden freizugeben. Aber es ist dir nicht gelungen. Nein, ich habe dich unterschätzt. Meine Mittel waren doch wohl zu harmlos. Durch die unverhoffte Rückkehr eines Bewohners von Turn Ale habe ich den Maler Andy Reeve verwirrt und ihn hier in das Kastell gelockt. In einer Art Trance hat er mehrere Bilder der Ahnengalerie übermalt. Mit geisterhaften Wesen. Dann gibt es sie wirklich. Ja, ich habe in Gestalt von Margareta und Belinda dich nur zu verwirren versucht. Umsonst? Ja, du hast gewonnen. Denn ich glaube nicht, dass du in den dir noch verbleibenden 9 Minuten einlenken wirst. Auch wenn die Menschen am Strand verloren sein werden, genau wie die 32 Fischer und die beiden Hubschrauberbesatzungen, wenn unser Inselreich untergehen wird. Egal. Um euch Wassergeister zu vernichten, müssen eben Opfer gebracht werden. Vor der Geschichte werde ich Recht bekommen als Bezwinger der Sylphiden. Thank you.
In der Bibliothek des Lords of Gloftony, 19.52 Uhr. Hier, Mr. Brand, auf diesem alten Pergament steht es. Die Geschichte des ewigen Schatzes. Im Jahre 1829 brachte Sir George, Lord of Gloftony, die magische Urne mit dem Schatz der Sylphiden, dessen Goldinhalt nie versiegen kann, in das Kastell derer von Gloftony. Hier, Mr. Brand, die Bedingungen für die Leihgabe. Nachdem der fünfte Nachfahre in gerader Linie sein 50. Lebensjahr vollendet hat, muss der Schatz der Sylphiden wieder dem Meer übergeben werden. Damit dies möglich ist, werden die Sylphiden die Familie der Gloftonys mit ihrem Segen versehen, damit immer ein Nachfahre vorhanden sein wird. Mein Vater ist verrückt. Die Wassergeister geben unserer Familie Reichtum, sorgen dafür, dass dieses marode Adelsgeschlecht nicht ausstirbt. Und er will die Sylphiden vernichten. Hier, Belinda, sieh doch. Ein Lageplan. Der Schatz befindet sich in den Kellergewölben des Kastells. Los, nichts wie runter. Wir haben noch 7 Minuten. Halt, warten Sie, Mr. Brand. Das geht nicht. Hier. Nur der Nachfahre der 5. Generation selber darf den Schatz zurückgeben. Verstehe. Deshalb die Gruselgeschichten. Die Sylphiden dürfen ihrem Vater selber nichts antun. Und das hat er schamlos ausgenutzt. Belinda? Ja? Sind Sie mutig? Ja. Wir haben noch eine kleine Chance. Was machen Sie denn da? Mögen Sie keine Gardinen? Sogar sehr. Nur nützen Sie im Moment vor den Fenstern reichlich wenig. Warum reißen Sie die Gardinen runter? Stellen Sie keine Fragen. Nehmen Sie einen Schreiber und Papier und schreiben Sie, was ich Ihnen diktiere. Ja. Lieber Vater, mir ist klar geworden, dass das Recht auf Seiten der Sylphiden ist. Im Arbeitszimmer des Lords, 19.57 Uhr. Mr. Brand, Sie sind Scotland Yard-Beamter und kein Postbote. Ich bin weder das eine noch das andere. Und nun lesen Sie bitte den Brief Ihrer Tochter. Wie sind Sie denn da rausgekommen? Dietrich. Unser Butler heißt James. Nein, Draht. Nein, er ist korpulent. Egal, lesen Sie. Lieber Daddy, mir ist klar geworden, dass das Recht auf Seiten der Sylphiden steht. Da du mich dazu erzogen hast, mich in allen Situationen meines Lebens auf die Seite der Gerechtigkeit zu stellen, muss ich dieser Maxime auch jetzt folgen. Und im Moment zeigt das Pendel der Gerechtigkeit auf das Meer, auf das Reich der Sylphiden. Tja, Ihre Tochter ist wirklich ein prima Kerl. Sie schreibt so etwas nicht nur, sie tut es auch. Direkt unterhalb der Bibliothek befindet sich eine Bucht mit einem Boot. Ehe ich eingreifen konnte, hatte sich ihre Tochter mit den zusammengeknoteten Gardinen abgeseilt und war verschwunden. Ja, auf dem Meer ist ein Punkt. Hier ist ihr Fernrohr. Sehen Sie selbst. Belinda, mein Kind. Nein, Mr. Brent, Sie sind ein Versager. Sie hätten sich zurückhalten müssen. Jeder, der zur Zeit des Unterganges auf dem Meer ist, wird mit untergehen. So steht es in den Schriften. Ich weiß. Und ich weiß auch, wie Sie das verhindern könnten. Belinda! Belinda! Komm zurück! Ich habe doch sonst niemanden mehr! Sie ist zu weit draußen. Sie kann sie nicht mehr hören. Belinda! Mein Kind! Was soll ich machen ohne dich? Na, Ihren Triumph aus Kosten, Lord. Als Bezwinger der Sylphiden. Als Mann, der über die Leichen von 200 Menschen ging. Mr. Brent. Wie spät ist es? Es ist noch nicht zu spät. Sie haben noch 1,5 Minuten Zeit. Lord Shelby von Gloftony, der Mann, der das Gruseln nicht lernen konnte. Der Anblick seiner ins Verderben rudernden geliebten Tochter stimmte ihn schlagartig um. Gefolgt von X-Ray 3 rannte er durch die engen, dunklen Gewölbe unter dem Kastell. In einer modrigen Felsengrotte, die von dem flackernden Licht einer ewig brennenden Öllampe illuminiert wurde, stand auf einem in Wellenform gehauenen Felsen eine bronzene Urne. Der nie versiegende Schatz der Sylphiden. Ohne zu zögern, ergriff der Lord das Gefäß. Los, Mr. Brand, helfen Sie mir. Wir müssen die Urne zu mir schaffen. Verdammt, ist das schwer. Was ist denn da drin? Naja, Gold. Wir kriegen es nicht hoch. Hastig öffnete der Lord den Deckel der Urne und füllte seine Hände mit dem Goldgranulat.
Ich werde mehrere Male zu Meer gehen müssen. Stück für Stück werde ich den Goldschatz ins Meer werfen. Sinnlos, Lord. Wir haben noch genau 25 Sekunden. Ich kann Ihnen nicht helfen. Sie müssen es selber tun. Dann ist es vorbei. Erschöpft warf der Lord die Goldkörner zurück in die Urne. Larry sah auf seine Uhr. Wie Wasser verrannen die Sekunden. Er konnte nichts unternehmen. Ah! Seien Sie doch mal ruhig, Lord. Kann es sein, dass unter dem Kastell eine Wasserader fließt? Ja. Lord, sehen Sie, hinter dem Sockel ist ein Stollen. Los, kippen Sie die Urne um. Ja. Mr. Ben, jetzt können wir nur hoffen, dass der Wasserarm auch wirklich einen Zugang zum Meer hat. Das können wir sofort überprüfen. Wenn dort unten Meerwasser rauscht, wird der Bann am Strand gebrochen sein. Wir werden sehen. X-Ray 3 an Mona, bitte melden. Wie geht es dir? Ich sage nur eins. Wir haben einen Auftrag. Oh nein. Doch, und der heißt, verfolgt die Rettungsarbeiten vor Bangor. Ich stehe hier mit vielen Leuten am Strand. Eben sind über dem Horizont die Rettungshubschrauber aufgetaucht. Über Funk haben die Helikopterpiloten gemeldet, dass sie sämtliche Fischerboote auf dem Meer entdeckt haben. Du siehst, die Rettungsmannschaften haben vorbildliche Arbeit geleistet. Eine Arbeit, an der du nicht den geringsten Anteil hast. Wo steckst du überhaupt? Was machst du? Ich habe mich um einen Schatz gekümmert. Das sieht dir ähnlich. Sofort kommst du hierher an den Strand, Larry, und du stellst mir deinen Schatz vor. Das geht nicht. Und warum nicht? Der Lord hat den Schatz gerade ins Wasser gestürzt. Larry!